Es war einmal ein hochbegabter Mann, sein Name war Ptolemäus. Und er erforschte, wie man sieht, das Weltall. In seiner Vorstellung hatte vor allem eines seinen festen Platz, und zwar in der Mitte. Und das war die Erde. Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Ein neuer Forscher überprüfte die Berechnungen von Ptolemäus. Sein Name war Kopernikus. Nun, was sind schon Berechnungen? Und begann mächtig an dessen Weltbild zu zweifeln. Die Anhänger von Ptolemäus wollten davon aber nichts wissen. Denn die Erde sei doch die Krönung der Schöpfung und müsse daher der Mittelpunkt der Welt sein und bleiben. Jetzt reicht's, dachte sich Kopernikus. Schluss mit den falschen Berechnungen. Dieses Weltbild ist nicht mehr gültig. Die Forscher haben es längst bewiesen. Doch die ptolemäische Idee war nur schwer zu überwinden. Der Grund war vermutlich auch eine große Verunsicherung. Wenn es nämlich tatsächlich stimmen würde, dass alles, woran die Ptolemäer glaubten, quasi Käse sei, und die Erde sich um die Sonne und auch noch um sich selbst drehen würde, dann gäbe es ja einen heftigen Fahrtwind auf der Erde. Und die Taschen, die Mützen und die Drachen würden uns bald davonfliegen. Nun, wie wir längst wissen, war die Wissenschaft dann doch stärker als der Glaube. Und die Siegerin ist schließlich die Sonne, die sich unser ganzes Leben dreht.